Was haben wir hier denn noch so Schönes? Konsole. Knowles, ich habe einen weiteren Punkt gefunden, an dem die batterianischen Codes eingesetzt wurden. Sehr gut. Das sind die Codes für die ferngesteuerte Navigation. Der Absturz letzte Woche in den Docks. Wir hatten gedacht, es wäre ein Unfall. Und anscheinend war es keiner. Auf dem Schiff waren 117 Allianz-Soldaten. Alles Menschen. Genau wie die Patienten im Krankenhaus. Hat es jemand auf Menschen abgesehen? Wir haben also batterianische Codes und jemanden mit einem Groll gegen Menschen. Oh. Sieht so aus. Wo okay. Guckst du hin, Shepard? Der Code ist jetzt auch offline. Es dürfte nur noch einer übrig sein, Commander. Okay. Ich habe da so eine leise Ahnung, dass dieser batterianische Terrorist, mit dem wir gerade gesprochen haben, eventuell dafür verantwortlich war. Nicht so gut. Es gab auf Garvok mit Sicherheit proteanische Tech. Ich weiß, dass die Valhalla-Grenze jetzt Reaper-Gebiet ist, aber proteanische Tech wäre eine große Hilfe beim Ja, ich weiß, dass das ein ungesicherter Kanal ist. Und trotzdem posaunst du das so raus? Verstanden. Danke, Mann. Wenn hier irgendwo noch ein batterianischer Code auf irgendeiner Konsole ist, muss ich jetzt nochmal die ganze Station durchforsten, um den zu finden? Cortez, was machst du denn Schönes Endlich hier? Endlich sind sie runter von der Normandie. Ich bin froh. Trotz des Flüchtlingschaos tut es gut, so viele Schiffe im Flug zu sehen. Es bringt mich zum Nachdenken. Eine Fregatte der Turianer müsste die PFS Hivencore sein. Ein turianisches Kriegsschiff auf der Citadel? Sie will nach der Schlacht vermutlich ins Trockendock. Ihre Antriebskernemissionen sind unruhig. Oh je, unruhige Emissionen. Alleine humpelt sie in den Hafen. Vielleicht wäre es besser gewesen, im Kampf unterzugehen, so wie ihre Familien zu Hause. Bitte was? Ich glaube, es ist besser, wenn die Leute leben. Reden Sie über die Turianer oder über sich selbst? Ich hätte dort sein sollen. Mit Robert. Dann wären sie tot. Und wir hätten uns nie kennengelernt. Stimmt. Das ist das einzig Gute daran. Ich bin froh, mit Ihnen zu dienen, Shepard. Künftige Generationen ruhen auf den Schultern dieser Turianer. Und auf unseren. Niemand gibt auf. Die Turianer nicht, ich nicht, sie nicht. Wenn das jemand schaffen kann, dann sie. Und ich bin bei Ihnen. Ist das ein Allianzkreuzer? Was macht er hier? Rumlungern? Das ist die SSV London. Vor Jahren stillgelegt. Keine Geschütze. Flüchtlinge müssen sie geborgen haben. Die Kreuzer der Genf-Klasse haben E-Zero-Kerne wie aus Granit. Irgendwie überlebt man immer. Und tut alles, um den nächsten Tag zu erleben? Ich muss loslassen. Diesmal wirklich. Die Flüchtlinge haben eine Gedenkmauer errichtet. Mit Erinnerungen an geliebte Personen. Vielleicht könnte ich... Mit Sicherheit. Was hält sie davon ab? Nichts. Ich meine... Ich denke drüber nach. Okay. Schön, dass wir das Gespräch hatten. Ich muss irgendwo noch einen batterianischen Code finden, der zur Manipulation genutzt wurde hier. Ach nee, ich will noch nicht zurück zur Normandie. Nein, nein, wir müssen noch einen batterianischen Code finden, irgendwo. Hm. Da war ich gerade eben dran. Da muss ich mich nochmal ganz kurz umgucken, dann das nützt ja nichts. Wo ich gerade hier bin, will ich den Auftrag hier auch lösen gerne. Ich versuche mich zu beeilen. Ich fange im Präsidiumsunterhaus an. Wir arbeiten uns quasi Entschuldigung, von oben nach unten durch. Und gucken mal. Muss ja irgendwo sein. Ankunft im Präsidiumunterhaus. Hallo, guten Tag. Da ist ein Handelsautomat. Wie ist hier? Handelsautomat. Hm. Leute, wo ist denn das? Der fummelt da immer noch über seinem verbrannten Fleck rum. Sei es ihm gegönnt, wenn es denn sein großes Hobby ist. Hier irgendwas? Nein. Ich finde es immer so ein bisschen doof, wegen irgendwas einfach rumzurennen und zu suchen. Haben wir da wirklich keinen Missionsüberblick. Koreanische Sterbenachricht, die habe ich überbracht vorhin. Mad-Eagle-Sabotage. Finden Sie die Spender und reparieren Sie sie. Okay.
Ach, da waren also noch mehr. Batarianische Codes. Benutzen Sie das Spectre Terminal und finden Sie dann Zugangspunkte auf der Citadel. Ich muss also weiter finden. Okay. Und anscheinend waren da noch mehr Mad Eagle Spender als der eine sabotiert. Also muss ich da auch nochmal hin und gucken. Mann, Mann, Mann. Naja gut, wir wollen die Aufgaben natürlich sehr gerne lösen, weil das hilft sicher bei den Gesamtkriegsbemühungen, wenn wir Probleme lösen. Daher sollten wir das auf jeden Fall tun. Das ist die Energie doch wert, nehme ich an. Wir müssen den Kram halt nur irgendwie auftreiben. Hier nicht. Hier ist auch nichts. Das sind normale Handelsautomaten. Muss ja irgendwo sein. Hier auch nicht. Ich frage mich ja, wer neuer Ratsherr der Menschen wird im Rat. Udina ist ja jetzt im Arsch. Da muss ja ein neuer Ratsherr irgendwie bestimmt werden. Ich meine, eine Wahl abhalten ist wahrscheinlich im Moment schwierig, während die Erde besetzt ist und unter Belagerung steht durch die Reaper. Weil ich werde einfach einer bestimmt oder so. Vom liebsten Präsidenten der Erde? Ich weiß gar nicht, wie das genau abläuft in dieser Zukunft. Ob es einen Erdenpräsidenten gibt, der von der Bevölkerung gewählt wird, oder ob es ein Erdenparlament gibt, wäre eigentlich sinnvoll, ne? Okay, hier ist schon mal kein weiterer Dingens. Rosenkopf. Okay, natürlich. Rosenkopf gibt's hier. Aber kein weiteres Terminal mit einem batterianischen Code. Okay. Huerta Krankenhaus. Vielleicht da, aber da war ich ja. Ich war überall schon jetzt. Ankunft beim Huerta Krankenhaus. Wir schauen mal. Ich stehe also unter der Dusche. Ah. Die Geschichte geht weiter. Und dann kam Miaira. Miaira war eine andere Jägerin auf ihrem Schiff? Ja, eine Freundin. Ich wollte mehr, aber sie hatte ein medizinisches Problem. Herpes? Schon okay. Es steht in der Akte. Es war Herpes wahrscheinlich. Tut mir leid. Ich rief zu mir herein, dass eine zweite Asari gekommen sei. Ich dachte, das Shuttle wäre früher zurückgekommen. Ich lege mir ein Handtuch um und in dem Moment kommt Miaira durch die Tür. Aber sie war es nicht. Nicht mehr. Wie meinst du das? Sie war es nicht mehr. Was war sie denn? Oder wer war sie? Immer diese häppchenweise Geschichte hier. Ich bin doch neugierig und will genau wissen, was für Geschichten fremde Leute anderen fremden Leuten erzählen, die mich überhaupt nichts angehen. So, hier ist aber auch kein Terminal mehr. Hier ist ein Terminal, aber das ist nicht verseucht. Ihre Verluste bei den Menschen, ja. Das habe ich mir beinahe gedacht. Wie sieht's hier aus? Da ist nix. Da ist so eine reine Sucharbeit. Da könnte man auch ruhig einen kleinen Hinweis kriegen oder so, wo sich die Terminals befinden. Das würde helfen. Aber so lieb ist das Spiel nicht. Da muss man überall rumrennen und gucken. Ah, der Husten ist immer noch da. Ich werde ihn bestimmt vermissen, wenn er irgendwann weg ist. Nicht. Oh, Entschuldigung, bin ich im Weg? Verzeihung. Gut, Huerta Krankenhaus finden wir auch nicht mehr. Alles klar. Hauptsache, wir haben mal nachgeguckt. Bleibt ja eigentlich nur noch. Spectre-Status erkannt. Wählen Sie bitte. Purgatory waren wir gerade eben erst. Da sind wir überall durchgelaufen. Da muss ich nicht gucken. Aber vielleicht bei den Citadel-Botschaften nochmal. Purgatory sind wir komplett durchgelaufen. Und da haben wir kein Terminal gefunden. Da war der Auftrag ja auch schon aktiviert. Also, das kann irgendwie nicht sein. Ich schaue mal bei den Botschaften. Ah, die Botschaften. Ob es hier Brot gibt? Brot. Voll Bock auf Brot jetzt.
Leute, wo ist euer Brot? Jetzt steht doch nicht im Weg, ich will da durch. Manno! Der macht sich da voll breit. Hier ist aber eh nix. Okay. Okay. Hier? Da vielleicht? Nein. Vielleicht könnten Sie das Mädchen ja zu Ihrer Familie schicken. Soll das ein Witz sein? Meine Familie hat mich verstoßen, als ich Miota geheiratet habe. Wollen Sie wissen, warum? Weil Sie Rassisten sind? Eine Familie würde diese Cerberus-Arschlöcher lieber sehen als mich. Alter. Ich verstehe, warum Sie Ihre Tochter nicht zu Ihnen schicken wollen. Ich auch. Freut mich. Aber Ihr Verständnis hilft meiner Tochter jetzt nicht unbedingt weiter. Hm. Da ist auch kein Terminal. Bei C-Sicherheit vielleicht? Habt ihr infizierte Terminals? Bailey, sprich die Wahrheit. Hey, Shepard. Wenn Sie hier sind, fühle ich mich gleich sicherer. Ja, den Effekt habe ich auf Leute. Wie in Trance. Oder humpeln wie ich. Ob wir je wieder so wie früher werden? Gewiss. Es sind dunkle Zeiten für uns alle. Es sind in der Tat dunkle Zeiten, aber wir werden diesen Krieg gewinnen. Genau, wir werden die Reaper vernichten und es wird alles besser werden. Da glaube ich einfach ganz fest dran. Das ist mein ungebrochener Optimismus. Da ist eh niemand. Ja, hier bei den Terminals ist auch nichts. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Hier auf der Spectre-Station. Vielleicht ist hier noch irgendwas. Da ist der Schießstand. Ne, ich will eigentlich gar nicht rumschießen gerade. Spectre-Terminal. Ach, medizinische Vorräte. Medizinische Vorräte, die ursprünglich für besetzte Gebiete gedacht waren, wurden zur Citadel umgeleitet, weil die Reaper-Invasion die Auslieferung unmöglich gemacht hat. Die Vorräte stehen derzeit in den Docks unter Verschluss, können aber mit einem Spectre-Befehl dem Huerta-Krankenhaus übergeben werden. Wenn die im Moment einfach nur irgendwo unter Verschluss an den Docks stehen, wäre es doch viel sinnvoller, sie im Krankenhaus zu benutzen. Die können Leben retten. Hau rein! Ich meine, medizinische Ausrüstung nützt niemandem was, wenn sie einfach irgendwo rumsteht, oder? Dann kann man sie auch einsetzen. So, ich bin aber so ein bisschen verwirrt, weil ich hier auch kein Terminal mehr gefunden habe. Das heißt, ich laufe die ganze Zeit so ein bisschen verwirrt durch die Gegend. Soll ich doch nochmal im Purgatory gucken? Aber das Purgatory habe ich ja gerade eben erst komplett angeguckt. Ich meine, alles habe ich mir gerade erst komplett angeguckt. Purgatory ist purrt wie ein Kätzchen. Hier ist nichts. Das Gespräch höre ich mir gerade mal nicht an. Hier sind Terminals, aber ich kann auf nichts davon zugreifen. Was sagt denn die Karte dazu? AD, Joker, Aria, Tanzfläche, untere Bar, VIP-Eingang. Interessante Orte. Ja. Konsole. Bucht E28. Konsole. Da muss ich da wohin? Aber da war ich doch, oder nicht? Da, wo James rumlungerte. Okay, okay, da muss ich zu den Docks in den Wartebereich. Da ist also eine Konsole. Ah, das wird mir hier auf der Karte, wird es dann aufgeschrieben, ja? Okay. Vielleicht hätte ich da früher mal drauf gucken sollen. Oh, nicht da runterfallen. Vielleicht hätte ich mal viel früher auf die Karte gucken sollen. Ja, da ist jetzt zu spät. Aber na gut, dann eilen wir da mal hin. Aber ich war doch in der Ecke, warum ist mir da denn keine Konsole aufgefallen, frage ich mich. Wahrscheinlich, weil ich blöd bin. Das ist immer eine Möglichkeit. Oh nee, halt, warte, ich muss in den Wartebereich. Das war die falsche... War es die falsche? Das war die falsche. Nicht mal das kriege ich hin. Mit dem Fahrstuhl zum richtigen Stockwerk zu fahren, kriege ich nicht hin.
Alles spricht dafür, dass ich eher ein bisschen blöd bin. Man möge es mir verzeihen. Es ist ja nur so, dass das Schicksal der gesamten Galaxie auf meinen Schultern ruht. Da kann ich es mir leisten, mal ein bisschen blöd zu sein, oder? Ist ja auch nur ein ganz kleines bisschen. Sehr. Oh, ich laufe in eine Sackgasse. Oh, hallo. Sind deine Eltern schon angekommen? Ich fürchte, nein. Aber es ist okay, die kommen schon noch. Sie halten immer ihre Versprechen. Ich hoffe es wirklich sehr. Die wirkt so optimistisch. Der Shuttle hatte wahrscheinlich nur Verspätung oder so. Das ist alles. Du hast sicher recht. Ich freue mich. Ich fürchte ja, sie redet es sich nur schön. Ich hoffe natürlich sehr, dass ihre Eltern noch kommen, aber eventuell sind sie auch schon lange tot. Oder noch gar nicht so lange tot. Vielleicht sind sie noch gar nicht am Faulen, aber auf jeden Fall nicht so ideal. So, hier ist so. Da ist die Da war ich doch vorhin. Ich bin doch vorhin hier lang gelaufen. Ich schwör's. Konsole. Blub, 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 blub. Hier wurde der letzte Zugangscode benutzt. Was ist los, Commander? Ich verliere Ihr Signal. Was? Warum? Oh. Commander Shepard. Captain Ballack. Batterianischer Außentruppen. Was willst du von mir? Darauf habe ich gewartet. Alles, was meinem Volk widerfahren ist, war ihre Schuld. Wieso? Ich habe nichts gemacht. Die Reaper sind schuld. Sabotier die Reaper, du Arsch. Ich habe ihr Volk nicht vernichtet. Das waren die Reaper. Wir waren stolz und schön. Haben Sie gesehen, was die Reaper uns angetan haben? Jede Menge Scheiß nehme ich an. Unsere Kriegsschiffe kennen die Position der Reaper nur, weil ich die Funksprüche des Rats angezapft habe. Ich bin jetzt der höchste Offizier der Hegemonie. Ich kann mein Volk nicht retten, aber ich kann sie vernichten. Ja, aber warum? Inwiefern hilft das, wenn du uns sabotierst und umbringst? Du hast doch ein Rad ab. Sie wollten mit dem Asteroiden bei Terra Nova ihren Leuten helfen. Aber was erreichen sie durch meinen Tod? Rache. Das Barak-System. Die wären mit der Ankunft der Reaper sowieso gestorben, das wissen sie. Ich vereine Kroganer und Turianer. Wir sind die letzte Hoffnung der Galaxie, wenn sie ihr Volk lieben. Schließ dich uns an, gemeinsam haben wir eine Chance. Ihnen. Oh, danke. Shepard, alles in Ordnung? Ja. Bestens. Es wird mit den Codes keine Probleme mehr geben. Ist das... Soll ich ihn verhaften? Nein. Sie sollten ihm eine Kugel in den Kopf jagen. Aber wir bringen heute alle Opfer. Bringen Sie nicht auf Ideen. Spectre-Befehl. Verstanden, Commander. Und danke. Ich meine, das ging noch gut aus. Er hat uns quasi die batarianische Flotte überlassen, wenn ich das richtig verstanden habe. Was ziemlich fett ist. Ich kenne die batarianische Flotte nicht. Aber immer her damit. Jede Hilfe, die wir kriegen können. Und da ist noch ein Mad-Eagle-Spender. Blöp, 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 blöp. Mistkerl. Deine Mutter ist ein Mistkerl, aber das weißt du vermutlich. Da ist noch ein Spender. Waren das jetzt alle? Da ist auch noch einer. Blöp, 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 blöp. Schön, dass mein Universalwerkzeug solche Geräusche macht, sonst wüsste man gar nicht, dass es funktioniert. Ich spreche nochmal mit dem Arzt. Mal schauen, ob das alle wirklich alle waren. Die Leute sind alle im Weg hier, die Kranken. Ende der Sabotage. Die Medigel-Spender müssten jetzt wieder funktionieren. Nice. Danke. Ich lasse die Patienten umgehend zur Versorgung bringen. Ich wünschte, wir hätten den verdammten Saboteur-Ding. Wo bist du hin? Aber nun können wir viele Leben retten. Er hat sich in Luft aufgelöst. Er ist ein Geist. Ich höre nur noch seine Stimme. Das war creepy. Sehr creepy. Wo ist er hin? Hm. Okay. Wie dem auch sei. Okay, wir haben also das Problem haben wir auch gelöst. Die Codes, das haben wir auch gelöst. Ich würde fast sagen, dann können wir uns wieder aufmachen in die Weiten der Galaxie. Und immerhin müssen wir ungefähr 15.000 Dinge finden. Irgendwo auf irgendwelchen Planeten. Dann sollten wir nach Möglichkeit damit anfangen. Wir gehen mal auf die Suche. Ankunft in Anderbucht D24. Supi.
Jetzt wird angedockt. Nee, abgedockt. Wir sind ja schon angedockt. Haben Sie herausgefunden, wie man ÖLG-Raumschiffe ohne E-Zero-Kern betreibt, Private Talavi? Nein, Ma'am. Dieser Auftrag ist keine Übung mehr. Der Geheimdienst erwartet einen Cerberus-Angriff. Cerberus? Jawohl, Cerberus. Ich dachte, wir kämpfen gegen die Reaper, Ma'am. Und Cerberus. In einer Woche vielleicht. Warten Sie es ab. Ich meine, wir können gegen die Reaper und Cerberus gleichzeitig kämpfen. Die verdienen es beide. Zisch. Kaldan, habt ihr schon gefragt, wo sie sind? Was gibt's? Ich versuche zu begreifen, was gerade passiert ist. Ach, irgendein Scheiß. Sie klingen wütend. Ich bin's nur nicht gewohnt, von jemandem wie Ihnen mit der Waffe bedroht zu werden. Wie das alles ablief, ist für mich... Ich weiß nicht. Grotesk? Okay, raus damit. Klären wir das. Hätte ich nicht als erster die Waffen gestreckt, hätten sie abgedrückt. Alter, ich hätte die doch nicht über den Haufen geschossen. Ich war sicher, dass sie zur Vernunft kommen würden. Nur das zählt. Der Putsch wurde vereitelt und Cerberus von der Citadel vertrieben. Ja, Ende gut, aber alles gut. Manchmal ist auch wichtig, wie etwas passiert, Shepard. Meinst du? Später, wenn man dann damit leben muss, dass man rechtschaffen gehandelt hat. Das zählt. Sie reden gerade von Udina. Glauben Sie, er hätte einfach aufgegeben? Er hat Ihnen keine Wahl gelassen. Sie mussten schießen. Ja. Ihr bin Handeln ich auch. War richtig. Ich habe alles gesehen. In Ordnung. Danke. Ich bin noch aus einem anderen Grund hier. Willst du mit ins Team? Hackett hat mir einen Posten angeboten, aber ich würde sofort abnehmen, wenn ich wieder auf die Normandy kommen dürfte. Ich weiß nicht, welchen Posten er dir angeboten hat, aber ich hätte dich sehr gerne wieder auf der Normandy, Kaidan. Ohne sie ist der Kampf gegen die Reaper undenkbar. Danke, Commander. Ach, ich danke dir. Und Shepard, freue mich, wenn du wieder dabei bist. Ich werde nie wieder an Ihnen zweifeln. Sie können auf mich sehr gut, das Vertrauen werde ich ausnutzen. Ich meine, zu würdigen wissen. Aye, aye, Sir. Yes, Kaidan ist wieder mit dem Team. Ich mag Kaidan, der ist ein verlässlicher, guter Mensch. Shepard Anderson ist auch in der Leitung. Nice. Ich habe ihn gerade informiert. Udina, er war schon immer machthungrig. Aber das... Ja, das ist Cerberus krass. Hat ihn nur benutzt, um die Kontrolle über die Citadel zu übernehmen. Verdammt, wozu denn? Das weiß ich noch nicht. Es hätte schlimmer sein können. Shepard hat den Mordversuch an Ratsherr Valern verhindert. Kai Leng. Was? Ihr Attentäter. Hackett schickt Ihnen meine Berichte über ihn. Kurzfassung, Vorsicht. Ja, dass wir bei dem vorsichtig sein müssen, hatte ich mir beinahe schon gedacht. Sie beide kennen sich wohl. Jenny Sanders und ich sind ihm ein paar Mal begegnet. Ich habe ihm in beide Beine geschossen und dachte, das war's. Aber er ist auf Omega noch stärker wieder aufgetaucht. Mit neuen Beinen, eine nehme ich an. Des Unbekannten? Vermutlich, wenn man bedenkt, was er mit Ihnen und Grayson gemacht hat. Leng ist jetzt bestimmt noch gefährlicher. Na toll. Gegen diese Mistkerle nutze ich jeden Vorteil. Ihre Aktion hatte zumindest einen unerwarteten Nebeneffekt. Die Asari-Ratsherrin hat mich kontaktiert. Sie wollen aktuelle Informationen über den Tigel. Leng hat sie verängstigt. Schicken Sie Hilfe? Ja, sowohl Asari als auch Salarianer unterstützen uns jetzt. Gut. Wie sind die Fortschritte beim Tigel? Gut. Wir schätzen, dass etwa 50% der bekannten Arbeit daran das getan ist. Das ist sehr gut. Halb so fertig. Schnell. Die Pläne sind so angelegt, dass unsere Wissenschaftler nach der Entschlüsselung die Information problemlos übersetzen können. Es ist nicht Proteaner-spezifisch. Wissen wir schon mehr darüber, wie man ihn einsetzt? Das ist noch unklar. Unsere Wissenschaftler sind sich aber einig, dass der korrekte Einsatz genügend Energie zur Vernichtung der Reaper erzeugt. Die Frage ist, wie und in welcher Form. Das ist aber eine wichtige Frage. Also, wie wir verhindern, dass wir alle mit draufgehen. Ja. Genau. Wir glauben, dass der Katalysator der Schlüssel zur Ausrichtung der Energie ist, sodass sie nur die Reaper trifft. Ich arbeite dran. Sie finden die Antwort, Shepard. Ich hoffe es. Ich schicke Ihnen die aktuellen Pläne. Und wir bauen inzwischen weiter. Gut. Und wir bleibt dran. Weiter, damit es danach überhaupt noch eine Erde gibt. Ich werde meinen Teil tun. Vertrauen Sie mir. Ich lasse Sie nicht im Stich. Wir sind noch da. Die Kriegsgötter haben uns noch nicht aufgegeben. Viel Glück Ihnen beiden.
Anderson, Ende. Auch dir Kommander, ein fröhliches Anderson Flotte oder Hackett Ende. Wir brauchen mehr Schiffe. Und die Quarianer. Quarianer! Ja, ja! Verstanden. Ich kümmere mich. Ich werde sofort zu den Quarianern. Die sind geil. Die Lage entlang der Gerth-Grenze ist instabil. Hackett Ende. Fröhliches Hackett Ende, mein Freund. Quarianer! Ich mag Quarianer, Shepard, die sind super. Haben Sie mal kurz Zeit? Na sichi. Ein Kontakt im Asari-Oberkommando wollte, dass ich ein Notsignal an Sie weiterleite. Okay. Kommen die damit nicht klar? Mehr Arbeit für Sie mich? Sie haben schon mehrere Elite-Trupps hingeschickt, aber keiner davon ist zurückgekommen. Cool, die verheizen Leute, genial. Sie haben zwar nicht gefragt, aber das Oberkommando hofft wohl auf Ihre Hilfe. Und wir helfen gerne. Was halten Sie davon? Sie würden nichts sagen, wenn es nicht wichtig wäre. Die Koordinaten der Kolonie sind auf der Galaxiekarte. Ich bemühe mich um Details. Okay, danke. Tagebuch aktualisiert. Priorität Perseus-Nebel. Mesana-Notsignal. Der Cerberus-Putsch. Wir kriegen allerlei Informationen reingerauscht. Lessus. Ich weiß nicht, wer Lessus ist. Oder Lissus. Kriegsterminal, was haben wir hier denn alles? Oha. Ich weiß immer noch nicht, wie wir diese Bereitschaftswertung von 50% erhöhen. Aber unsere gesamte militärische Stärke ist schon sehr gut. Und guck mal, wir sind hier eindeutig über dem, also wir sind weit über dem Minimum. Das muss doch schon das Optimum sein, wenn das hier das Maximum ist. Läuft doch. So, wie sieht es denn hier aus? Terminusflotte? Die Terminusflotte ist eine Ansammlung von Blablabla. Ich glaube, das haben wir schon mal gelesen. Die Söldner des Bloodpacks, Privatarmee. Batarianerflotte. Die vormals gewaltige batarianische Navy wurde bei dem Angriff der Reaper auf Karshan nahezu aufgerieben. Die wütenden Überlebenden haben sich zu einer einzigen Flotte zusammengeschlossen. Batarianische Flüchtlinge melden sich zu Tausenden, weil sie nach der Vernichtung der Heimatwelt einen neuen Lebenssinn suchen. Keine Ansammlung von Schiffen fiebert einem Kampf gegen die Reaper mehr entgegen als die letzten Kriegsschiffe von Karshan. Als höchstrangiger Offizier, den es in der Hegemonie noch gibt, ist Balak der letzte militärische Anführer der Batarianer. Seine Führungsqualitäten, seine Energie und seine kaum unterdrückte Wut haben seine Truppen wachgerüttelt. Balak hegt zwar einen tiefen Hass auf die Allianz, würde aber alles tun, um sein Volk zu retten und hat sich deshalb widerwillig mit den Menschen zusammengetan, um die Reaper aufzuhalten. Batarianische Flüchtlinge versammeln sich um die Pfeiler der Stärke und ziehen aus der Beschaffung dieses heiligen Artefakts neuen Mut. Okay, ich will jetzt nicht alles vorlesen. Hier, das dauert immer ein bisschen lange. Ich werde mich nochmal kurz auf dem Schiff umsehen und dann müssen wir mit den Quarianern reden.